und ich begrüße jeden, der jetzt hier reinkommt und auch zurück auf YouTube. Herzlich willkommen zurück zu Baphomets Fluch 4, der Engel des Todes. Es ist jetzt schon wieder 2 Wochen her oder so, dass ich gespielt habe, aber wir sollten zuletzt in den letzten Abschnitt vom Baphomets Fluch kommen. Also wir haben jetzt so quasi das letzte Kapitel vor uns. Irgendwie ist das hier mit dem Fußboden und dem Licht ganz komisch, wimmelig gerade. Ja, ich freue mich sehr wieder, dass es weitergeht. Vor allem, wenn wir heute zügig damit durchkommen, könnte man sogar noch überlegen, Baphomets Fluch 5 anzufangen. Der Sündenfall, das wäre natürlich mega. Aber jetzt geht's erstmal in den letzten Abschnitt. Wir legen los. Herzlich willkommen, Janus. Auch dir einen wunderschönen Feiertag. Genau, wir haben ja Feiertag. Wir haben keine Arbeit alle und keine Schule und was ihr nicht sonst alles tun müsst an einem Montag. Müssen wir nicht. Wir haben noch einen Tag mehr und ich genieße es so sehr. Nachdem wir gestern und vorgestern halt an der Ostsee wieder waren, wo meine Mutter ja wohnt, um meinen Geburtstag nachzufeiern, waren wir schön am Strand und so. Und heute direkt so ein Gammeltag mit Zocken und so. Richtig cool. Richtig cool. Ja, ich quassel mal mit denen, mal gucken, ob es sich jetzt verändert hat zum letzten Mal. Wann der wohl abgelöst wird? Ich bin auch gereizt, wenn ich müde werde. Ich sollte ihn in Frieden lassen. Ich frage mich halt, was wir jetzt hier anderes tun können, da wir jetzt hier weitermachen sollen. Hier ist ja gar keiner mehr. Niemand in der Nähe. Der Ort ist menschenleer. Oh, können wir jetzt hier durchschlüpfen? Aber die anderen beobachten uns doch. Ja. Hey! Hier haben Touristen keinen Zutritt. Oh, sorry. Ich dachte, das sei mein Hotel. Nein, das ist es nicht. Gehen Sie weg von der Tür, sonst nehme ich Sie fest. Klar doch. Sieht trotzdem aus wie mein Hotel. Hey, Nico. Hast du einen Moment Zeit? Klar. Was ist los? Ah. Oh, ja, reden wir mal mit ihr überhaupt mal. Weißt du, Archie ist ja hin und weg von dir. Er erkennt Qualität, wenn er sie sieht. Dass ich nicht lache, der sieht kaum mehr als seine Flasche. George, Sarkasmus ist... einer von Stobarts Vorzügen, ich weiß. Kämpf nicht dagegen an. Ich brauche Archies Spiritus. Hast du eine Idee? Du könntest ihn fragen. Ah, ich glaube, er weiß das mit dem Brot. Wie wär's, wenn du ihn fragst? Knifflig. Ich kann mir denken, was er dafür von mir will. Es ist für eine gute Sache. Geh da nicht hin, George. Okay, wir brauchen diesen Spiritus anscheinend unbedingt. Der Orden des Heiligen Michael. Da hat Anna Maria gearbeitet. Oh ja, das ist die Tür von dem Foto. Das eine, wo sie als Nonne... Sie war keine Nonne, als ich sie kennengelernt habe, okay? Okay, also da müssen wir hin? Nein, alles schwer bewacht, innen wie außen. So kommen wir da nicht rein. Wir gehen durch die Hostienbäckerei. Okay, cool. Immer wieder zieht sie ihn damit auf, wollte ich sagen. Wir müssen einen Weg in die Hostienbäckerei finden. Und wie hast du es beim letzten Mal gemacht? Geklingelt, den Charme etwas aufpoliert und drin war ich. Ich tippe ja mal, dass die jetzt alle im Bett sind. Und sie wissen inzwischen, wer ich bin. Nun, dann müssen wir improvisieren. Ja, okay, nochmal. Oh, danke, Nico. Wofür denn? Wenn ich zu leise bin oder zu laut oder spiel zu leise oder zu laut, dann sag nochmal bitte Bescheid, weil Twitch ist da auch immer so ein bisschen anders, vor allem mit dem OBS und keine Ahnung. Also einfach mal in den Chat schreiben, oh, spielst du ein bisschen leise, kannst du mal lauter machen oder andersrum. Dann, ne, das geht. Was ist hier Müll? Was wühlt er denn da schon wieder raus? Hey, eine halbvolle Flasche Krug-Champagner. Ah. Vatikan, die Partystadt, was? Okay, jetzt habe ich hier so eine eklige Flasche. Vielleicht können wir damit ja den Archie austricksen oder so. Hier schon alles mit uns rumschleppen. Mhm. C4-Sprengstoff. Die Bombe, die ich zerlegt habe, könnte nützlich sein. Könnte mich aber auch zerfetzen, wenn ich nicht aufpasse. Ich wusste gar nicht, dass wir die bei uns haben. Dass wir hier so ein Bombending mit uns rumschleppen. Okay, ja, ich... Hä? Ist da jetzt noch was? Der Abfalleimer ist voller Papier. Oben auf dem Papier liegt eine halbvolle Flasche Champagner. Ja, dann nimm die doch mal. Ah, jetzt nehme ich sie erst. Okay. So, jetzt kriege ich hier nochmal durch. Wo ist sie denn jetzt? Da. Eine halbvolle Flasche Krug-Champagner. Noch was dazu? Nichts dazu. Kannst du die vielleicht Nico geben? Das funktioniert so nicht.
funktioniert so nie. Hey Nico, hast du einen Moment Zeit? Klar. Was ist los? Nee. Oh, danke, Nico. Wieso bedankt er sich denn immer so komisch bei ihr? Können wir das vielleicht kombinieren mit diesem anderen hier, das hier? Das mache ich nicht. Okay, kannst du die Weinflasche vielleicht Nico geben? Das funktioniert so nicht. Dann gehen wir mal erstmal wieder zu Archie überhaupt hin. Was hat er denn überhaupt mit dem Spiritus und Bums vor? Sollen wir jetzt hier eine Bombe bauen oder will er die ablenken als Alkoholiker? Oder ich weiß noch nicht so ganz, was er jetzt hier vorhat, aber gut. Möchtest du das hier? Das mache ich nicht. Macht er gar nicht. Also sagt er nicht so, man muss ja erstmal ausschließen, ne? Was hier so Möglichkeiten. Sieh mal, was ich gefunden habe. Eine Flasche Krug Jahrgangschampagner. Der Beste der Welt. Beste der Welt. Dafür gebe ich glatt meinen rechten Arm. Ach. Erinnert mich an alte Zeiten. Lichter am Weihnachtsbaum. Der alte Vater Themse glitzert. Ein Teller Schäferpastete. Die oberen 10.000. Wo sind sie hin? Wo sind sie hin? Moin Martin, auch willkommen im Stream. Einen schönen Feiertag wünsche ich dir. So, können wir denn ihn darauf ansprechen? Hey Archie, hast du einen Moment Zeit? Zeit ist alles, was ich habe, alter Junge. Was ist mit Spiritus? Kommt nach Saint-Emilion und Sancerre. Aber vor Yquem, klar? Wirklich? Das Säuferalphabet. Saint-Emilion, Sancerre, Spiritus. Oh, verstehe, du trinkst es nicht, du kostest nur. Irgendwer muss ja. Und wie kommt's, dass du noch lebst? Eine gute Frage, Geoffrey, alter Junge. Geoffrey. Prost, Archie. Ja, da sind wir wieder zurück in Baphomets Fluch, man merkt's. Ja, wie können wir den denn jetzt irgendwie austricksen? Jetzt haben wir hier diese Lehre, aber die interessiert ihn ja weniger als das Neue, was wir hier gefunden haben. Warum gibt er das nicht? Weil irgendwie... Keine Chance, mache ich nicht. Weil wenn sie die tauscht mit dem, dann wären wir doch schon hey, weiter. Hey Nico, hast du einen Moment Zeit? Klar, was ist los? Aber will sie ja, will er ja nicht. Ich habe keine Lust. Oh, danke, Nico. Immer dieser selbe blöde Dialog, den ich nicht überspringen kann. Das ist ja auch ein bisschen blöd, dass man es hier nicht kann. Aber miteinander kombinieren kann ich auch nicht. Ich glaube, wir sollen da wieder irgendwas basteln und die dann extrem ablenken. Oder weiß ich nicht, was der da vorhat. Aber es muss jetzt irgendwas mit unserer neuen Flasche auf sich haben. Eine halbvolle Flasche Krug-Champagner. Kannst du die einfach dahin stellen, so alle, ich tausche sie einfach aus? Das klappt doch nicht. Die unbeschriftete DVD, was sagt er denn zum Sprengstoff? Das funktioniert so nicht. Aber es ist ja dann auch immer direkt geben, das ist ja keine Unterhaltung mit den Leuten. Das ist ja schon ein Interagieren sozusagen. Und die will er ja auf jeden Fall haben. Aber Nico will sie nicht haben und er sabbelt dann nur wieder seinen Kram. Kann ich die Flasche irgendwie bearbeiten. Das ist nicht der richtige Weg. Leider hat er das jetzt auch wieder nicht mehr in der Hand. Ich kann das nicht einfach in der Hand behalten und loslegen. Ich muss immer wieder es nehmen. Dass man nicht einfach die Flaschen tauschen kann. Ja. Richtig nervig. Ich versuche das jetzt nochmal mit der. Das funktioniert so nicht. Ist ja egal, welche Flasche. Er sieht es ja auch. Es ist ja auch ein bisschen logisch, weil Archie sieht es ja auch direkt vor unserer Nase. Das mache ich nicht. Probleme mit dem Gedächtnis, Alter? Ich versuch's einfach. Nö. Dann merkt ihr. Pfoten weg von meinem Sprit, klar? Ja, es ist auch seins und wir dürfen das nicht einfach klauen. Aber wie können wir ihn denn überlisten? Er ist total scharf auf diese tolle Champagnerflasche. Aber können wir irgendwie bemalen? Warum sollte ich das wohl versuchen? Keine Ahnung. Ich meine, er will ja auch genau die. Alles cool. Okay, also einfach tauschen geht nicht. Was habe ich Ihnen vorhin gesagt? Vorhin dass ich da reingehen kann. Nein, mit Sicherheit nicht.
Gehen Sie zurück zu Ihrem Penderkumpel und bleiben Sie von dieser Tür weg. Alter. Mist, Sie mögen wohl keine Leute, die ein bisschen Spaß haben wollen. Pennerkumpel? Ich höre wohl nicht richtig. Was sind das denn für Typen, ey? Zeig dir gleich mal hier Pennerkumpel und so. Hier, Arsch. Was geht denn mit denen? Aber dass das Fenster jetzt frei ist, ist doch auch komisch. Vielleicht können wir da später unsere selbstgemachte Bombe reinwerfen oder so und dann explodiert das und gehen die Wachen nämlich weg, sind abgelenkt, so in die Richtung. Deswegen auch der Spiritus. So, damit können wir ja einiges vielleicht noch anfangen. Zum Explodieren bringen oder sowas. Aber das heißt für uns ja trotzdem, dass wir erstmal an den Spiritus rankommen müssen. Wie schwer kann es sein? Wo ist der Trick? Beleuchtung hinstellen, alle Sachen, die ihn so erinnern. Verrauscht immer, warum Nico nicht mit dem lieben Archie knutschen will. Ja, schade, oder? Warum will sie das denn nicht? Ich weiß gar nicht, warum. Nico, gönn dir. Ich hab ja im Müll die Flasche gefunden. Oh. Gibt's hier irgendwas, weil das hier eine andere Sichtweise ist oder so? Nö, ist einfach. Der Abfalleimer ist voller Papier. Vielleicht können wir das Papier ja anzünden. Der Müll ist mit Champagner vollgesogen. So lässt sich das nicht anzünden. Aber mit dem Spiritus und deswegen brauchen wir das auch. Aber vielleicht ja auch mit dem Champagner, geht das? Ich habe die Flasche gerade erst aus dem Müll geholt. Ich will sie nicht zurücklegen. Das geht ja nicht, und außerdem ist das ja schon vollgesogen damit. Aber deswegen Spiritus und dann zünden wir das Ding hier an und dann sind die nämlich voll abgelenkt. Das ist nämlich das Ding. Also einfach der Müll ist das Teil und nicht das Fenster hinten, wo wir es irgendwie durchwerfen oder so. Ah, dafür brauchen wir den Spiritus. Aber schade, dass ich das jetzt weiß, aber trotzdem nicht an den Spiritus komme. Scheiße. Oh Mann. Ich frage ihn nochmal. Hey Archie, hast du einen Moment Zeit? Zeit ist alles, was ich habe, alter Junge. Wie wär's mit einem kleinen Tausch gegen deinen Spiritus? Ach. Hängt von deinem Angebot ab. Oh, okay. Ich hätte ihn einfach nur nochmal darauf ansprechen müssen. Okay, sorry. Ja, dann. Wie wäre es mit einer Flasche Krug für deinen Spiritus? Jetzt werden wir uns einig, Mr. Stubbles. Stubbles. Jeder mit und auf die gute alte Zeit. Viel Spaß mit dem Spiritus. Ist ein bisschen süßlich für meinen Geschmack. Aber es ist immer so doof von mir, dass ich einfach denke, ich will euch immer nicht nerven, indem sie ständig die Texte wiederholen. Wenn ich alleine spiele, dann nervt es mich auch, aber ich klicke dann einfach immer. Und dann mache ich das extra nicht und dann ist das wieder die Lösung. Es ärgert mich. Prost, immer so. Archie. Okay, super. Der Spiritus gehört mir. Endlich. Tschüss, Archie. Komm, Nico. Und das merken, wie gesagt, die Wachmänner auch gar nicht, dass wir hier rumlaufen, dass wir das jetzt einfach machen. Hm. Ich spüre, wie der Brandstifter wieder in mir hochkommt. Der Geruch von billigem Fusel brennt mir in den Augen. Bah. So, das haben wir jetzt schön durchgesogen hier. Dann wollen wir mal. Action! Die Wachen werden gleich da sein. Zeit, sich zu verstecken. Wo wollt ihr euch denn verstecken? Feuer! Feuer! Der Abfalleimer brennt! Das merken die auch gar nicht. Der Abfalleimer brennt! Oh mein Gott, die stehen Meter weiter, Leute. Ist das euer Scheiß Ernst? Seien wir ehrlich, es ist Nacht, keiner ist in der Nähe und morgen ist Papstmesse. So komme ich da nicht rein. Holy moly, dann geht doch da durch. Die Wachen haben alle Hände voll zu tun. Jetzt komme ich unbemerkt hinein. Mit Schwung mal wieder. Ja, okay. Dann eben so. So, wir sind drinnen in der Hostienbäckerei. Das kennen wir ja schon, unser Örtchen, wo wir hier ja schon mal waren. So. Abgeschlossen. War zu erwarten. Aha. Gut, dann schauen wir mal woanders rum. Vielleicht finden wir ja was Neues hier. Die Maschinen abstellen oder einfach hier so durchgehen oder so. Kann man hier überhaupt durchgehen? Nö. Nee.
jetzt mal gucken, wo ich überhaupt interagieren kann. Da nichts dran. Also ich soll nicht mehr an den Maschinen rumfummeln. Dann würde ich sagen, laufen wir einfach mal ein bisschen weiter. Hoch will ich eigentlich auch nicht. Was ist da? Oh. So, so, ein Geheimraum mit einer geheimen Maschine. Oh. Wovon reden Sie? Das ist unsere Reserveanlage für Spezialaufträge. Zwei Fragen. Wie sind Sie hier reingekommen? Nein. Und muss ich erst die Schweizer Garde rufen, bevor Sie gehen? Ich glaube, die Schwester und ich müssen uns mal ein bisschen unterhalten. Was hast du vor? Einen schwesterlichen Rat erteilen. Du schaust dich hier um. Es dauert nicht lange. Hä, was hat denn Nico jetzt vor? Viel Glück, Schwester. Du wirst es brauchen. Hä, was? Das würde ich ja jetzt gerne hören, das Gespräch. Was Nico... Was? Was erzählt die ihr denn jetzt? Eine Charge Hostien kühlt auf dem Förderband ab. Hm, riecht gut. Okay, sieht ja keiner. Eine nehme ich mir. Nicht schlecht. Eine zweite kann ja wohl nicht schaden. Eine Charge Hostien kühlt auf dem Förderband ab. Hm, riecht gut. Okay, hat jetzt Hostien... Hat er jetzt eine mitgenommen oder hat er die beide gegessen? Okay. Was ist denn hier? Spannendes noch. Also, wozu sind diese Knöpfe da? Oh, George. Nein, was macht er denn da? Oh Gott, was passiert jetzt? Das Hostiengeschäft ist kniffliger, als es aussieht. Mhm. Diese Anlage ist neuer als die in der Hauptfabrik. Aus den Einstellungen dieser Maschine werde ich einfach nicht schlau. Okay. Okay. Dann... Was ist da? Was ist da? Da ist was in der Dunkelheit. Nein, das kann nicht sein. Auf dem Boden der Mischbottiche Spuren von Goldstaub. Oh. Das ist einatomiges Gold. Aber was hat dieser Kram neben einer Hostienbackmaschine zu suchen? Was ist hier los? Einatomiges Gold, aber warum neben einer Hostienbackmaschine? Was wird hier getrieben? Kann man da durch, da vorne? Hier so, die Steuerung ist halt immer so. Ich höre, dass Nico mit Schwester Angelika zurückkommt. Oh. Ich schätze, sie wird jetzt kooperieren. Wirst du doch, Schwester. Oha. Was hat Nico denn da gesabbelt jetzt? Was? Spezialhostienstandsmaschine. Also diese Hostienanlage, wofür ist die? Spezialaufträge. Ich glaube für Il Papa persönlich. Und was macht sie so speziell? Das heilige Pulver natürlich. Heute Nacht haben wir einen Arbeitsgang beendet. Heiliges Pulver. Halten Sie es nicht auch für seltsam, mit einem Spezialpulver eine spezielle Charge Hostien zu backen? Ich mache bloß, was man mir sagt. Was ist passiert, George? Ich habe Spuren von einatomigem Gold in dieser Anlage gefunden. Aber warum sollte die Kirche Gold in Hostien verstecken? Also bestimmt nicht, um die Zähne der Leute zu schützen. Wo ist der Rest dieses heiligen Pulvers? Ich weiß es nicht. Eine Ladung wurde geliefert und verschwand kurz danach. Mhm. Es wurde für etwas anderes genutzt, tippe ich mal. Da kommt jemand. Aber nachts wird die Anlage nicht benutzt. Schnell, die Türen zu. Kann der Pinguin auch selbst denken? Bin ich mir nicht so sicher. Das wurde mir so gesagt. Dann mache ich das. Es ist Kardinal Gianelli. Ich glaube kaum, dass er noch Papierkram zu erledigen hat. Seltsam. Er geht sonst nie durch den Fabrikeingang. Wir sollten ihm folgen. Was soll ich tun? Hierbleiben. Und um Vergebung bitten. Können wir hier denn noch irgendwas gerade anschauen, bevor ich hier weggehe? Einfach nur die Hostien. Ich glaube nicht. Komm, wir gehen mal. Tschüss. Ich weiß nicht, wo ich bin. Da lang, ne? Ist hier noch in der Ecke irgendwas?
da lang. Schau, Nico, da ist er. Noch irgendwas hier, bevor wir nach oben gehen? Ja, da können wir jetzt wieder hochsteigen. Ist die Tür jetzt wieder zu? Weil der ist ja gerade erst hier durch. Nee, die ist sogar offen. Kann man nicht umklettern. Dafür, dass er der Boss ist, sieht er ziemlich harmlos aus. Er muss zu den Büros unterwegs sein. Was er macht, müssen wir wahrscheinlich auch tun. Ich flitze durch den Garten, warte unter den Bäumen. Wenn ich drüben bin, kommst du nach. In Ordnung, George. Jetzt kommt wieder so eine Schleichgeschichte. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt hier am besten rumlaufe. Oder vorne werde ich dann ja auch gleich gesehen. Hey! Ja, ja. Was machen Sie hier? Wollte da noch rein. Ich wollte da gerade noch durch den Busch. Warte doch mal. Es ist halt blöd mit der Steuerung auch, ne? Wenn ich einmal klicke, läuft er halt von allein und ich kann nichts machen. So, da kann ich jetzt auch nicht. Jetzt kann ich hier durch. Jetzt gehst du da lang. Nein! Auch richtig nervig. Geh da mal weiter. Geh weiter, 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 weiter. Weiter. Achso, der kommt hier zurück. Das ist ja auch nervig. Wie weit geht der da lang? Okay, er kommt hier vorbei. Was machen Sie hier? Wache! Ich überlege gerade, wie ich es dann überhaupt schaffe. Du siehst da. Warte mal. Hey, was machen Sie hier? Ich kann richtig schlecht steuern mit George gerade, weil, wie gesagt, ich muss dahin klicken, wohin geht und... Ich warte jetzt einfach mal, weil er kommt ja hier direkt durch. Dann kann ich halt, sobald der hier weg ist, hinter dem her. Ich wollte dann hier vorne lang, aber der dreht ja da hinten schon wieder um. Das heißt, die einzige Chance ist eigentlich hier jetzt dann lang. Genau. Irgendwie so. Nein! Oder hier so hinter den Dings. Geht der da vorne überhaupt mal weg? Ja. Nein. Geh mal hier hin. Hallo. Oh, das wird doch wieder nix. Lauf. Und nu? Jetzt werde ich doch auch gleich entdeckt, oder? Dann muss ich warten, bis der weggeht. Und da, hier hinten ist doch auch noch einer gewesen, oder? Geht der jetzt hier rechts rum zu mir? Dann habe ich auch ein Problem. Ich kann nicht so schnell steuern. Hier so rum. Das ist voll schwierig. Wo geht der jetzt hier lang? Der hier? Der geht da lang? Und der geht da lang. Okay, lauf, lauf, lauf. Lauf, 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 lauf. Yes. Oh. Warum hat das so lange gedauert, George? Oh. Was zur... Du kennst mich. Ich hänge ungern herum. Krass. Das habe ich immer schon an dir gemocht, Nico. Du bist flink. Wie hat sie das denn bitte aus der Ecke geschafft, ohne da lang zu gehen, wo wir waren? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Das glaube ich ja jetzt eigentlich nicht. So. Ich soll wahrscheinlich nach oben, wo ich damals entdeckt wurde... Hier bin ich ja einmal schon gewesen, aber trotzdem... Keine Chance, solange dieser Balken da ist. Ach so, soll ich jetzt hier irgendwas machen? Eine große Doppelfalltür ist im Boden eingelassen. Sie muss in eine Art alte Krypta führen. Vielleicht ist er hier die Nekropole durch. Muss hier irgendwo sein. Eine alte Krypta. Vielleicht kannst du mir ja helfen, Nico? 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 Hallo? Kann ich mal Nico anvisieren oder kann ich jetzt gar nicht mehr... Okay, ich kann gar nicht mehr mit ihr reden. Möchtest du vielleicht irgendwie mit ihr jemals widersprechen? Okay, ich kann Nico nicht benutzen. Was ist hier noch? Abgeschlossen. Hm.
Das Ding rührt sich nicht. Ich frage mich, was die da unten verstecken. Warum kann er sie denn jetzt nicht... Kannst du das irgendwie benutzen? Der Sicherungsbalken wäre selbst für meinen zuverlässigen Schläger zu viel. Aber zusammen. Zusammen wird es ja vielleicht gehen. Ach, wie nervig. Ist das halt ein Knopf? Nee. Kann man hier noch irgendwo durch? Irgendwie? Wo? Was? So, dann gehe ich da vorne nochmal hoch. Nee, da komme ich doch her, oder? Dann gehe ich mal hier weiter. Devlins Bürotür ist angelehnt. Da drin geht etwas vor. Können wir lauschen? Da ist jemand drin. Psst. Lauschen. Hey Nico, schau mal. Das sind Devlins Akten. Was hat er vor? Wenn wir da jetzt reingehen, was ist dann? Verbessern Sie mich, wenn ich falsch liege, Kardinal. Aber gehört dieser Safe nicht jemand anderem? Oder ist Ihnen das mittlerweile völlig egal? Sie! Haben Sie nicht schon genug angerichtet? Oh, wir haben gerade erst angefangen. Und wir haben nicht viel Zeit. Wo ist die Waffe? Das fragen Sie mich? Tun Sie doch nicht so, als ob... Ja, Euer Eminenz, tun Sie nicht so. Gutes Timing, Jungs. Es ist also wahr, Monsignore Devlin. Sie und die Amerikaner stecken unter einer Decke. Wieder einmal, Eure Eminenz. Verstehen Sie nicht, was vor Ihren eigenen Augen geschieht? Wir haben mit Amerikanern zusammengearbeitet, aber nicht mit dem hier. Wir alle müssen bereit sein, für unseren Glauben zu sterben. Möge der Herr mir verzeihen. Okay. Gianelli war schwach. Er wollte uns die Waffe nicht bauen lassen. Aber die Waffe ist unsere Bestimmung. Gott gab sie dem Orden vor Hunderten von Jahren, um die Ungläubigen zu töten, wenn die Zeit gekommen ist. Und jetzt ist sie gekommen. Doch Gianelli wollte nicht hören. Er wollte uns aufhalten. Glücklicherweise fanden wir sie rechtzeitig. Ohne sie hätten wir es nicht geschafft, Mr. Stobart. Sie übersetzten die Manuskripte, fanden den Cherub und hielten heute Abend den Kardinal für uns auf. Bemerkenswert. Oh, keine Ursache. Und was passiert jetzt? Wir verändern den Lauf der Welt. Und wenn wir nicht aufgetaucht wären, hätte er uns sogar aufhalten können. Aber warum? Vor 2 Jahren verriet er den Orden, als er uns untersagte, die Lade zu nutzen. Nur Pater Gregor und ich haben die Kraft, die Bestimmung des Ordens zu erfüllen. Die Ungläubigen zu besiegen und die Rechtmäßigkeit des einen Glaubens zu beweisen. Das heißt, sie töten einfach jeden, der nicht ihrem Glauben anhängt. Es ist unsere Berufung. Und was passiert jetzt? Sie können wir gebrauchen. Ihn nicht. Richtig. Nach unten mit ihr. Und was geschieht mit mir? Sie kommen an einen besseren Ort. Was? Aufwachen, George, aufwachen! Oh, wo ist meine Schubkarre? Was? Ich bin es so leid, dauernd umgehauen zu werden. Gehört alles zum Job, schätze ich. Mark, wie kommst du denn hierher? Abseilen ist gar nicht so riskant, wie es aussieht. Alles klar. Für diesen Moment habe ich mein ganzes Leben lang geübt, George. Wo ist Nico? Ich weiß es nicht. Er lebt. Sie müssen sie aufhalten. Niemand sonst weiß davon. Nur sie. Aber was machen sie? Wo sind sie? Sie haben die Bundeslade. Die Bundeslade? Die Bundeslade? Und sie haben das Gold, um sie zu laden. Ich wollte sie aufhalten. Sie haben die Mafia eingesetzt. Gott wird mir vergeben, aber das Mädchen, Anna Maria, war zu clever für mich. Für mich auch. Aber Eminenz, was wird die Bundeslade tun? Der Todesengel wird erscheinen und die Ungläubigen vernichten. Nur wer wahren Glaubens ist, bleibt verschont. Devlin glaubt,
Sie werde der Welt zeigen, dass es nur einen wahren Gott gibt. Er will einen weltweiten Kreuzzug starten. Wo ist er? Und wo ist Nico? Sie müssen ihn aufhalten. Hier, nehmen Sie das Manuskript. Finden Sie die Lade. Die Lade. Und die Lade. Halten Sie ihn auf. Er ist tot. Wir müssen Nico finden. Gregor sagte was von unten. Okay. Einfach mal erschossen. Können wir nochmal mit Mark, hilf mir bitte! Was brauchst du? Oh, okay, Glaubst du, dass sie die Bundeslade haben? Ich habe nie an ihrer Existenz gezweifelt. Aber es ist eine Waffe. Und Janelli sagte, sie hätten genug Gold, um sie zu laden. Aber warum sollten sie unschuldige Leute umbringen? Um die Welt von den Ungläubigen zu reinigen. Eine populäre Vorstellung heutzutage. Das nächtelange Ansehen von Actionfilmen zahlt sich aus, was? Ich habe immer davon geträumt, dass so etwas mal passiert. Aber ich hätte nie gedacht, dass es hier im Vatikan sein würde. Das war sein Traum. Ein echter katholischer Kreuzritter. Ich mag das, George. Ich mag das sogar sehr. Sehr cool. Kennst du dich hier aus? Wohin könnten sie Nico gebracht haben? Es soll hier eine alte Nekropole geben, aber ich glaube nicht, dass du von hier aus rankommst. Im Untergrund, richtig? Der Vatikan steckt voller geheimer Krypten und verborgener Kapellen. Ja, wir wissen ja schon, dass da vorne, Danke, Mark. Der Eingang war, dann brauchen wir da ja quasi nur noch hinlaufen. Ja, es sieht auch nicht so aus, als könnten wir hier noch viel mitnehmen oder so. Dann laufe ich mal weiter. Was war hier hinten? Können wir da noch hin überhaupt? Oder? Mhm, wir können auch hier rein. Und was ist da, wenn wir da durchgehen? Ja. Okay. Abgeschlossen. Ja, wir müssen ja Nico helfen. Es geht gar nicht, dass sie die geschnappt haben. Ja, mach mal alle Schubladen auf. Finde ich gut. Noch einer da unten. Mach die unten. Und die? Okay. Bitte die auch nochmal. Ich sehe nichts. Das ist ein wenig doof. Was war hier mit dem Bild? Die Bundeslade von Ashdod zeigt den Mord an Unschuldigen. Ich muss verhindern, dass das Gleiche heute wieder geschieht. Ein Gemälde, das ich aus dem Religionsunterricht in Idaho kenne. Das Bild zeigt eine Szene aus dem Buch Samuel, in der die Stadt Ashdod durch die Macht der Bundeslade vernichtet wird. Das ist also die Bundeslade? Mark, die Bundeslade! Das ist die Waffe, die Gregor und Devlin einsetzen wollen. Heilige Mutter Gottes, George! Wir müssen sie aufhalten! Okay. Also man lernt ja hier richtig was dazu. Gott schlug das Volk von Ashdod mit Verzweiflung. Sie sprachen, die Lade des Gottes von Israel darf nicht bei uns bleiben, denn seine Hand lastet schwer auf uns und unserem Gott Dagon. Sehr christlich heute hier, am Pfingstmontag. Debattierende Männer. Gott schlug das Volk von Ashdod mit Verzweiflung. Sie sprachen, die Lade des Gottes von Israel darf nicht bei uns bleiben. Denn seine Hand lastet schwer auf uns und unserem Gott Dagon. Dagon? Hab ich ja auch noch nie gehört. So, debattierende Männer dann nicht, Frau mit Kind. Die Leichen einer Mutter und ihres Kindes. Ein weiteres lebendes Kind schaut sie an. Einfach schrecklich. Ja, das ist wirklich schlimm. Männer tragen eine Leiche. Gott schlug das Volk von Ashdod mit Verzweiflung. Sie sprachen, die Lade des Gottes von Israel darf nicht bei uns bleiben. Vielleicht entdecken wir auf dem Bild irgendwas Besonderes noch. Ich meine, das ganze Bild ist schon sehr besonders, aber irgendwas Geheimnisvolles oder so, womit er einen Schritt weiterkommt. Frau mit Kind, debattierende Männer. Irgendwas hier. Ja, je länger man sich das Bild anschaut. Ah, hier, Tempelblock. Sie stellten die Lade in den Tempel des Gottes Dagon. Am nächsten Morgen sahen die Menschen in Ashdod, dass die Statue Dagons umgefallen war und vor der Bundeslade mit dem Gesicht im Staub lag. Ach so. Okay. Ja. Reicht das dann? Engel. Ach so, ich soll auch hier unten gucken. Gut, dann machen wir das mal. Das Bild eines Engels ist unten rechts in den Rahmen des Bildes geschnitzt. Da ist ein Riss rund um seinen Hals. Warum sollte man so etwas schnitzen?
In der linken Ecke ist das Bild eines Engels in den Rahmen geschnitzt. Da ist ein Riss rund um seinen Hals. Vielleicht kann man da irgendwas einsetzen oder so. Aber ich glaube nichts, was wir gerade haben. Oder kann man da drücken, irgendwas tun? In der linken Ecke ist das Bild eines Engels in den Rahmen geschnitzt. Da ist ein Riss rund um seinen Hals. Okay, dann hoffe ich mal, dass ich jetzt alles im Bild hier entdeckt habe. Was man so entdecken kann. Männer tragen eine Leiche. Ach, das ist schon... Ah ja, diese Christentumszeit und das früher, es gab so viel schreckliche Dinge, die passieren unter der Religion. Nicht nur im Christentum, in allen, also nicht in ganz allen, aber es ist also nicht schön. Wirklich ist so viel Schreckliches passiert. Ich bin nicht hier, um zu lesen. Aber vielleicht kannst du da ja was benutzen. Ich bin nicht hier, um zu lesen. Hier gibt es doch bestimmt einen Trick. Ich bin nicht hier, um zu lesen. Ach Mann, okay, also da will er nichts machen, da will er auch nichts machen. Ich drück nochmal hier die Schublade. Ja. Kann ja aber eh nicht gucken. Kannst du da auch nochmal hingehen? Sagt er bestimmt selber. Ich bin nicht hier, um zu lesen. Er ist nicht hier, um zu lesen, nur damit er Bescheid weiß. Okay, dann laufe ich mal wieder raus. Aber wir haben es entdeckt. Letztes Mal wurden wir ja hier gestört. Und da bin ich hergekommen, da will ich nicht lang. Deswegen gehe ich nochmal hier durch. Was ist da? Das sind Wachen. Ich kann es nicht riskieren, mich jetzt schnappen zu lassen. Nee, das stimmt. Dann gehen wir mal runter. Dann hilft er ja vielleicht nochmal. So. An der Innenseite der Falltür ist eine Sperre. Aber ich muss erst mal drankommen. Du musst erst mal drankommen. Kannst du ihn irgendwie mit drum bitten? Mark, hilf mir bitte! Was brauchst du? Dich. Wenn die Bundeslade eine Waffe ist, wie kann man sie aufhalten? Keinen Schimmer. Danke, Mark. Danke, Mark, für nichts. Danke, ne? Gut. Ah, hier, Bruder Mark, komm. Kannst du mir diese Türen einen Spalt offen halten? Ich versuch's! Ja, sei ein Held. Yeah! So, und jetzt du. Mit den Händen kann ich das Schloss nicht knacken. Ach, come on. Dann nimm deinen Golfschläger, wie immer. Wie lange hält er das? Wo ist er? Da. Ha! Yeah! Gut gemacht, Mark. Wir sind ein prima Team. Komisch. In meinen Träumen feuerte mich in Momenten wie diesen immer eine schöne Blondine an. Ja. Eine Blondine, wie ein blondes Mädchen? Natürlich. Oh, ich dachte, du wärst, nun ja, also... Was, George? Ich habe immer geglaubt, dass du, keine Gefühle für Frauen... Nein. George, ich trage das Gewand eines Priesters, aber darunter schlägt immer noch das Herz eines heißblütigen Mannes. Das hätte ich jetzt... Also, dass er das denkt, hätte ich... Ich habe die jetzt nicht für schwul gehalten, wenn ich ehrlich bin. Nö. Weil er hat ja auch dieses Lucy-Chu-Bild und fährt doch voll auf die ab und so. Wegen der pinken Handschuhe, oder? Ich weiß es nicht. Volles Klischee. Naja.